Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und es ist mal endlich wieder soweit. Ein weiteres Top 5 Video. Die einen mögen jetzt stöhnen, aber viele von den anderen werden es mögen. Und heute geht es darum, warum ihr immer wieder die gleichen Fehler machen werdet. Und mit ihr meine ich auch mich und alle Bodybuilder da draußen, die ehrgeizig in diesem Sport sind. Das bedeutet, diese Leute sind besonders prädestiniert dafür, dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen und gar nicht eines Besseren belehrbar sind. Das hat oft mit der Psyche eines Bodybuilders zu tun. Und hier erfahrt ihr die 5 größten, wichtigsten Gründe, warum das so ist und warum ihr nicht lernen werdet und ziemlich resistent seid. Ich bin gespannt, bei welchem ihr euch selbst erwischt. Und ich werde euch natürlich dann auch verraten, welche besonders auch auf mich zutreffen. Platz 5 ist ein recht simpler Grund. Ihr trainiert vor allem immer wieder eure Stärken. Welcher Bodybuilder mag es nicht zu hören, Mann, hast du einen starken Bizeps. Mann, ist dein Nacken krass. Mann, hast du heftige Waden. Naja. Und dann wird man erst recht nicht daran denken, auch nur im Traum, dass man diese Muskelgruppe einfach mal ein wenig schleifen lässt und dafür mit den anderen aufholt. Hier ist natürlich kein Muster hinter. Ich betone immer wieder, dass ihr Herr über eure kosmetischen Vorlieben seid. Das heißt, wie ihr euren Körper trainiert, ist letzten Endes eure Sache. Und lasst euch von niemandem einreden, so müsst ihr sein, symmetrisch müsst ihr sein, der Unterkörper muss so aussehen wie der Oberkörper und so weiter. Das ist alles Bullshit. Trainiert euren Körper so, wie ihr wollt. Aber hier geht es um diejenigen, die eigentlich etwas anderes wollen, aber immer wieder trotzdem daran hängen und bloß nicht die Armeinheit vernachlässigen, weil ihre Arme schon so stark sind oder die Brusteinheit, weil die Brust so stark ist. Aber gerne eigentlich auch einen stärkeren Rücken hätten. Und das werden sie allerdings nie tun, denn es ist nun mal die Stärke und die lässt man am wenigsten schleifen. Das heißt, man setzt auf das Pferd, das einem bisher natürlich auch am weitesten gebracht hat. Und dadurch kommt man mit den anderen Sachen gar nicht erst so weit voran, wie man es gerne hätte, um auch da dann die Komplimente zu bekommen. Einer sicherlich der Fehler, die uns allen geschehen. Ist das mein Fehler, werde ich euch erst hinterher verraten, ob das dazugehört. Ratet schon mal, könnte das einer von meinen sein? Platz 4. Bodybuilder sind oft ziemlich sture Hunde. Habt ihr das schon mal festgestellt? Seid ihr auch so? Meistens ist das sogar einer der Gründe für ihren Erfolg. Denn ihr wisst, Langlebigkeit ist hier gefragt bei diesem Sport. Und tatsächlich eine gewisse Sturheit sorgt dafür, dass man es macht. Man ist keine Eintagsfliege, man macht das nicht nur, weil man es heute toll findet, sondern man zieht stur Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr sein Training durch. Keine anderen Sachen kommen dazwischen. Priorität Nummer 1 und dazu gehört sicherlich eine gewisse Sturheit. Doch, die hat auch negative Auswirkungen. So geschieht es oft bei uns allen, dass besonders eine bestimmte Übung oder ein Trainingssystem, ein Trainingsplan, ein Splitplan uns so sehr geprägt hat, weil es uns entweder einmal nach vorne gebracht hat oder weil wir uns sogar auch nur einbilden, dass es uns nach vorne gebracht hat. Irgendjemand wird sicherlich von euch da draußen eine bestimmte Übung haben, die ihm mal besonders zugesagt hat, bei der er ein tolles Gefühl hat oder, und das ist sogar meistens der Fall, die so sagenumwogen ist und ganz klar für den Muskelaufbau steht und wahnsinnig effektiv sein soll, dass wir sie eigentlich immer wieder machen. Sie hat es immer wieder drauf, in unser Trainingsplan zurückzukehren, obwohl unser Instinkt schon immer wieder das in Zweifel stellt, ob die wirklich so effektiv ist. Ob wir wirklich dadurch den starken Rücken, die Beine, die Brust oder was auch immer aufbauen. Und immer wieder nagt es, mal werfen wir sie wieder raus, aber irgendwie schafft sie es doch wieder in den nächsten Jahren reinzukommen. Und wenn wir nur denken, ach komm, wir versuchen es nochmal. Ach komm, die bringt sicherlich was. Ich mag sie nicht, ich trainiere sie nicht gern, ich habe keinen Pump da drin, aber ich mache sie. Soll ich euch mal verraten, was so prädestinierte Übungen dafür sind? Schreibt es gerne jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr für diese Übung haltet. Da bin ich mal sehr gespannt. Ganz klar gehört dazu sowas wie Schulterdrücken. Klar, ich will dicke, große Schultern haben. Ich will diesen 3D-Look haben. Das kann doch nicht sein, dass ich das nur von diesem kleinen Gewicht mache und dieser Bewegung, die irgendwie nicht so befriedigend ist. Nein, dieses starke Schulterdrücken, wo ich mich stark steigern kann, wo ich viel mehr Gewicht benutze, das muss doch was bringen. Auch wenn die ganze Welt schon mittlerweile sagt, ist eigentlich nur für den vorderen Delta, der eh schon ausgeprägt ist. Schulterdrücken als Grundübung sicherlich eine derjenigen, die die Leute nicht loswerden wollen. Aber ihr kennt das von vielen der letzten Videos auf diesem Kanal. Es gibt auch noch die Klassiker. Und dazu gehören ganz klar Kniebeugen. Keine dicken Beine ohne Kniebeugen. Natürlich nicht. Den Stolz kann man niemand nehmen. Und was habe ich nicht für Kommentare geerntet, als ich mich mal so ein bisschen dagegen ausgesprochen habe, in Anführungsstrichen, oder das nur in Zweifel gestellt habe. Kreuzheben. Natürlich baut man einen starken Rücken nur mit Kreuzheben auf. Und die Königsdisziplin Bankdrücken.
Eine Brust ohne Bankdrücken gar nicht möglich. Und so gibt es eine ganze Menge Favoriten, die wir irgendwie immer wieder mit aufnehmen. Werde ich die auch haben? Fehler Nummer 3. Ihr seid nicht bereit, Fehler zu machen. Klingt erstmal komisch, oder? Offensichtlichen Fehler machen, natürlich ist nicht davon die Rede, dass wir definitiv wissen, dass etwas falsch ist oder falsch für uns ist und wir es trotzdem machen wollen. Bedingt. Vielleicht auch doch. Aber es geht nun erstmal darum, dass wir eine Grundhaltung haben, indem wir denken, und zwar immer mehr, das ist vor allem in den letzten 10 Jahren durch YouTube noch stärker befeuert worden, wir müssen von Anfang an perfekt trainieren. Wir müssen von Anfang an alles richtig machen, wir müssen von Anfang an alles nach Vorschrift machen, uns ernähren, das richtige Training haben, den perfekten Split haben und so weiter. Das Ding ist, jeder erfahrene Bodybuilder wird euch das Gleiche sagen, das geht gar nicht. Denn ihr müsst euren individuellen Körper kennenlernen und diese Message geht so ein bisschen verloren durch YouTube, weil YouTube euch sagt, genauso müsst ihr es machen. Genauso müsst ihr Bankdrücken machen, genau das müsst ihr essen und genau so viel Kalorien müsst ihr haben und genau so einen Split müsst ihr fahren. Nur dann wird es objektiv richtig, denn es gibt ja die und die und die und die Studie. Das Ding ist, damit werdet ihr nie Erfolg haben, denn Bodybuilding ist vor allem Trial und Error. Error gleich Fehler. Ihr müsst bereit sein, Fehler zu machen, bereit sein, nicht bewusst Fehler machen, bereit sein, Fehler zu machen, nicht das ideale Training zu machen, damit ihr überhaupt lernt, was das ideale Training für euch sein könnte. Manche sind gar 20 Jahre auf der Suche nach dem idealen Plan. Aber indem man am Anfang alles ausprobiert, kann man es eingrenzen und kommt zu ganz neuen Ergebnissen. Wenn ihr allerdings Studien nachjagt und obwohl sie gegen euren Instinkt sprechen und obwohl ihr merkt, ein anderes Training könnte euch passen, und trotzdem immer wieder das gleiche Training macht, weil ihr denkt, na gut, das ist ja besser, das sagt doch die Wissenschaft, ich kann mich doch jetzt nicht gegen die Wissenschaft drängen, wie diese Bro-Typen, dann werdet ihr allerdings auch nicht euren perfekten Trainingsplan kennenlernen. Gerade da bin ich sehr stolz, dass mein Kanal es schafft, so viele, und lest euch die Kommentare unter den entsprechenden Videos durch, Leute dazu zu bewegen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, mal zu experimentieren, sich mal darauf einzulassen, was früher eine Lehre war, und ganz plötzlich schreiben, dass sie jetzt erst Erfolg haben. Hey, das liegt nicht unbedingt an dem Supertrainer Gotti, obwohl ich sicherlich super bin, sondern das liegt daran, dass ich einfach euch vielleicht ermutige, mal einen Schritt wegzugehen von dem Science-Based YouTube-Fitness-Programm Bullshit, der da draußen vorherrscht, wo man sich nicht mehr traut, auch nur 1 Millimeter davon wegzubewegen. Und jetzt kommt das kleine Aber, bei dem bewussten Fehler machen. Manchmal habt ihr euch vielleicht schon nach 5, 7 oder 10 Jahren eingependelt, wisst schon grob, was euch gefällt und was gut ist für euch und wodurch ihr wächst, und dann wird das wieder auf den Kopf gestellt. Denn euer Körper verändert sich. Und damit meine ich nicht nur das Alter, das auch an mir nagt, sondern damit meine ich, alleine weil ihr mehr Muskulatur bekommt, kann es sein, dass ihr dadurch die Muskulatur anders ansteuert. Dass ihr auf einmal andere Übungen benötigt, dass die auf einmal effektiver sind für euch. Eigentlich, und das ist die schlechte Nachricht, müsst ihr alle paar Jahre nach jedem großen Fortschritt und nach jeder gewissen Altersstufe, die ihr erreicht habt, wieder von vorne anfangen und alles ausprobieren. Vielleicht nicht ganz alles, aber der Korridor bleibt doch breit genug. Also, Mut zum Fehler gehört einfach dazu. Ansonsten werdet ihr auch nie das Richtige machen. Und so haben wir schon die Top 2 Gründe erreicht. Ratet ihr schon, was diese sein könnten? War euer Grund schon dabei? Ich bin sehr gespannt, von euren zu hören. Aber gut, kommen wir zu Platz 2. Beinahe hätte es auf Platz 1 geschafft. Ihr macht als Lösung für all eure Probleme und für vielleicht nicht ganz den Erfolg, den ihr haben wollt, immer mehr. Und ihr macht tendenziell immer eher zu viel. Das liegt nun mal in der Natur des Ehrgeizes. Wir sind alle wahnsinnig ehrgeizig, vor allem diejenigen, die sich weiterbilden, die diesen Kanal regelmäßig verfolgen, die schon seit 5, 10, 15, 20, 30 Jahren am Eisen sind. Oh ja, wir haben schon längst bewiesen über das erste und zweite Jahr hinaus, dass wir einen besonderen Ehrgeiz haben. Habt ihr euch schon um die Ernährung gekümmert? Seid ihr schon wirklich in allen möglichen Sphären dabei beim Bodybuilding? Habt ihr schon gewissen Erfolg? Natürlich seid ihr ehrgeizig. Und dieser Ehrgeiz ist meistens dann eher zu viel des Guten. Das, was so manch einer da draußen von den Normalbürgern, die sich einfach nicht zum Training bewegen können, einfach zu wenig hat, haben wir viel zu viel. Wir gehen zum Training, koste es, was es wolle. Krankheit? Na, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, ich gehe trotzdem. Vielleicht kann ich auch nur die Arme trainieren. Ihr fühlt euch heute schwach, weil ihr von der Arbeit kommt, weil ihr heute nicht genug getrunken oder gegessen habt. Weißt du was, ich kann es trotzdem machen. Tue ich eben ein bisschen mehr Pre-Workout rein. Ihr habt leichte Kopfschmerzen? Ach komm, das kriege ich noch hin, solange es nicht richtig schmerzt. Ihr habt noch Muskelkater? Ach komm, aber sonst wäre mein Split ruiniert, also gehe ich doch wieder. Und wenn die Arme nicht so richtig wachsen oder
der Rücken, dann versuche ich jetzt einfach doppelt so viel. Ein bisschen mehr, kann ja nicht schaden, muss ja dann. Und wenn zweimal die Woche nicht reicht, vielleicht dreimal die Woche. Wer hat nicht schon so einen Gedanken gehabt? Das heißt, die ehrgeizigen Leute werden immer tendenziell dazu neigen, zu viel zu machen, von allem. Dabei ist es mal gut, wenn ihr nach einem Tag nach Hause kommt, wo ihr einfach vielleicht mal die Beine hochlegen wollt, wo ihr euch schwach fühlt, zu sagen, ach komm, dann lasse ich die Einheit sein. Vielleicht einfach mal zu denken, heute kriege ich schon alleine das Schwitzen, wenn ich nur an die Beineinheit denke, dann lasse ich sie mal ausfallen. Aber nein, dann kommt sofort die Stimme, gerade Beine, dann gehörst du nicht mehr dazu. Wie kannst du dich jetzt nur weigern? Dann bist du ja auch eine von diesen Weicheiern da draußen, die die Beine nicht trainieren und direkt skippen, ein Disco-Pumper oder sonst was. Vielleicht wollt ihr aber auch eine andere Muskelgruppe mal nicht trainieren. Bist du etwa so schwach? Lässt du schon nach? Willst du etwa, dass du alles verlierst? Befrei uns doch davon. Das ist ein Fehler, den wir wahrscheinlich immer alle haben werden, weil wir eben diesen Ehrgeiz haben. Kommt davon los und lernt damit umzugehen. Und bevor wir zu Platz 1 kommen, damit ihr auch keine Fehler mehr macht, wenn es um die Supplements geht, die ihr bestellt, bestellt sie gerne mit dem Code GOTTI bei WIDER. WIDER ist schon seit Ewigkeiten dabei und dementsprechend hat er sich schon auf dem Markt bewiesen. Also Code GOTTI und ihr spart auch noch einiges an Prozente. Wer wissen möchte, wie viel, schaut mal unten rein, ihr werdet überrascht. Also kommen wir zu Platz 1. Ihr schließt immer wieder von den vielen anderen da draußen auf euch. Das bedeutet vor allem für die fleißigen YouTube-Gucker, ihr guckt immer wieder YouTube und schließt auf euch. Und dadurch schafft ihr es gar nicht erst, einen Instinkt aufzubauen, denn der wird immer wieder torpediert von dem, was ja eigentlich objektiv richtig sein muss. Das heißt, ihr werdet nie auf euch selbst hören. Ja, wir hatten schon sowas Ähnliches bei nicht den Mut haben, Fehler einzugehen. Aber hier geht es nochmal darum, dass ihr einfach keine Ahnung davon habt, was ihr überhaupt machen solltet. Gar nicht mehr über den Tellerrand hinausschaut. Trainingspläne gar nicht mehr erst erwägt, überhaupt zu trainieren, weil ja doch ihr das eine Video gesehen habt, wo drin steht, die Wissenschaft sagt, dass das richtig ist und effektiv, also müsst ihr das machen. Das heißt, ihr sorgt gar nicht dafür, dass ihr überhaupt mal Experten werden könntet, die auch so etwas sagen, von ihrer Erfahrung berichten, mal überhaupt sagen können, welcher Trainingsplan der beste ist, denn ihr habt ja von Anfang an versucht, den besten zu machen. Und ihr seid immer wieder verunsichert. Selbst wenn ihr mal ein richtig gutes Gefühl bei einer Trainingsmethode habt, umso mehr ihr immer wieder hört, nee, also das andere ist schon richtig. Und wenn du doch meinst, mit dem, was du sagst, Erfolg zu haben, dann hast du vielleicht das andere nur nicht richtig gemacht. Deswegen. Und schon habt ihr diese Stimmen im Kopf und irgendwann geht ihr doch wieder zurück. Immer wieder. Und kommt von eurem Weg ab. Sowas kann auch bei Übungen passieren. Wir hatten schon das Beispiel. Die eine Übung, die immer wieder von den anderen als die Übung angesehen wird. Ihr hört euch um und alle sagen euch, Schulterdrücken skippen? Nein, wenn, dann machst du nicht richtig. Du triffst den Muskel nicht richtig. Du machst sonst irgendetwas. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was mir immer wieder gesagt wird. Oh, wenn Kniebeugen bei dir nicht so effektiv sind, dann machst du sie nicht richtig. Natürlich, so klug scheißen kann dann anschließend jeder. Aber nein, vielleicht sind Kniebeugen nicht für jedermann wirklich etwas. Und vielleicht habe ich schon so viel Erfahrung da gesammelt. Aber gut, egal wie viel man macht, es gibt immer Gegenstimmen da draußen. Und vor allem YouTube sorgt dafür. Baut euren Instinkt auf. Sorgt dafür, dass ihr eure eigenen Erfahrungen macht. Damit meine ich nicht Scheiße trainieren. Das soll nicht der Fall sein. Natürlich gehört auch Wissen dazu. Und natürlich gehört es auch dazu, sich das Wissen anzueignen. Wer jetzt denkt, ach, ich mache mal das 250-Wiederholungssystem oder dergleichen, der wird in einer Ecke der Bibliothek nach Büchern gesucht haben, in dem man eigentlich nichts mit Sport findet, sondern höchstens Geografie. Deswegen, ja, bildet euch. Aber habt den Mut, einen eigenen Instinkt aufzubauen. Schaut, was es alles da draußen gibt und klappert es gerne von Platz 1 nach unten ab. Und guckt einfach mal, was euer Körper sagt, in welche Richtung ihr gehen sollt. Und habt ihr auch erraten, was eventuell auf mich zutrifft? Also, welcher der 5 Gründe ist vielleicht auch einer, dem ich mal ab und zu verfallen bin? Ich muss zugeben, alle. Ich bin ein ehrgeiziger Bodybuilder und alle diese Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, treffen viele Jahre auf mich zu und selbst immer noch. Was ich gut und erfolgreich abschlagen konnte, ist sowas wie zu viel machen. Ja, ich höre mittlerweile auf meinen Körper, habe das gelernt und mache das sehr produktiv. Ich konnte zum Glück schon früh feststellen, dass bei mir weniger mehr ist. Hatte den Mut, das auch mal zu stretchen, mal alle 10 Tage den Muskel zu trainieren und dann auch mal wieder auszuprobieren, wie es ist, wenn man ihn dreimal die Woche trainiert oder sogar jeden Tag. Alles ausprobiert und das sogar öfters. Aber da konnte ich mich einpendeln und weiß mittlerweile auch viel von der Theorie dahinter,
sodass ich da so ein bisschen weg von bin. Aber das hat mich lange Zeit verfolgt. Dinge, die ich aber tatsächlich immer noch mache, ist, ich habe immer noch diese kleine Stimme, die kommt, wenn es zum Beispiel um die Kernübungen geht, mein Splitplan geht oder sonst irgendetwas. Immer wieder, auch immer wieder, wenn ich ein YouTube-Video sehe, wo eindeutig jemand davon erzählt, dass das und das besser ist. Tatsächlich gibt es diese kleine Stimme, die ist bei mir relativ leise. Das ist schön, aber sie ist da. Ich muss zugeben, die werde ich wahrscheinlich so schnell nicht los, weil auch ich diesen Ehrgeiz habe. Meine Stärken trainiere auch ich lieber, weil ich mir denke, hey komm, dafür kriege ich sowieso schon Bewunderung, also werde ich doch das nicht abstellen. Auch da bin ich immer noch schuldig und mache das. Das Erste, was ich wegfallen lasse, sind meistens auch die Muskelgruppen, die ein wenig schwächer sind. Jetzt bin ich aber gespannt, wo ihr euch bei erwischt habt und ob ihr bereit seid, überhaupt etwas dagegen zu tun oder ob ihr es einfach akzeptiert. Wenn euch solche Videos gefallen, macht nicht den gleichen Fehler wie immer, wenn ihr mir noch kein Like dagelassen habt und abonniert den Kanal. Das wäre ein großer Fehler, wenn ihr das nicht tut. Schaut euch mal die anderen Videos an. Und wer noch nicht genug von den Top 5 Serien hat, der könnte jetzt einmal schauen, was die Top 5 Dinge sind, die euch kein YouTube-Influencer, also solche Typen wie ich jetzt hier im Video, euch sagen wird. Und warum nicht, erfahrt ihr auch da. Also direkt weiterschauen und ansonsten wisst ihr, was zu tun ist. Wir sehen uns wieder, wenn ihr es wollt. Bis bald, euer Gotti.